Wir sind hier auf dem Leuschnerplatz in Leipzig und hier findet das Gemeinschaftsprojekt der AG Soziokultur statt. Wir sind zum vierten Mal hier auf dem Platz mit dem Projekt. Am Ende wird wieder eine große Abschlussveranstaltung stehen, die wir zweimal aufführen mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam. Kultur und insbesondere Soziokultur sind super Mittel, um verschiedene Themen aufzugreifen und zu bearbeiten und von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und deswegen sind wir auch wieder mit dabei. Und einer der ursprünglichen Titel sollte sein Zorn und Liebe. Und unter diesem Titel haben wir drei Werkstätten durchgeführt, in denen knapp 20 Frauen miteinander gearbeitet haben und nochmal geschaut haben, wo sind ihre eigenen Geschichten und was macht sie zornig und was lieben sie so sehr, dass es sie in Bewegung versetzt. Und unter all diesen Aspekten ist dann so ein Gemeinschaftskunstwerk entstanden. Das führen wir hier auf dem Platz einfach weiter. Und wir sind hier die 5 Tage auf dem Leuschnerplatz und jeden Nachmittag können Menschen dazukommen und ihre eigenen Ideen dazu mit hinein flechten oder weben oder aufschreiben oder ein Stück Ast irgendwo dran tackern und den beschriften und sagen, das und das finden wir ganz wichtig, dass das nicht vergessen wird. Oder was bringt uns in Bewegung, was brauchen wir gar nicht, was muss sich verändern, was macht uns hoffnungsvoll. Das ist ja ein klarer Aspekt von es reicht. Ne? Es reicht kann ja vieles bedeuten. Es kann heißen, es reicht mir jetzt, ich habe genug, ich will nicht mehr. Oder es muss sich was ändern. Es reicht mir so sehr, dass sich etwas ändern muss. Das ist eigentlich so der Hauptaspekt, an dem wir uns verorten. Das andere ist natürlich, es reicht tatsächlich für alle. Man muss es nur gerechter verteilen. Ne? Es ist einmal eine Frage der Perspektive, wie viel brauche ich überhaupt? Was brauche ich überhaupt? Was sind die notwendigen Dinge? Und das, was da ist auf dieser Welt, reicht für alle. Aber es ist immer wieder gebremst, gehemmt, eingeschränkt und nicht allen zugänglich durch eine ungerechte Verteilung. Und das ist der Punkt, der vor 30 Jahren aktuell war, der heute unverändert aktuell ist und der wahrscheinlich leider noch immer aktuell sein wird, wenn sich nicht bald etwas ändert, weil dann reicht es tatsächlich nicht mehr für alle. Und das ist der Grund, warum wir insgesamt in der Soziokultur aktiv sind. Ja. Frauen, Zorn, Liebe, Wirklichkeiten, die unseren Alltag als Spiegel von Gesellschaft sichtbar machen. Auch in Momenten von es reicht für alle oder nur mir jetzt. Wir alle sind inmitten von Bewegungen, die wir gestalten. Wollen, die gestaltet werden müssen? Wie lange aber haben wir Zeit? 10 Jahre, 20, 30 Jahre? Was ist jetzt zu tun? Was war schon? Und was ist noch? Das ist meine Jacke. Nein, wirklich, die ist von mir. Die habe ich mir mal vor 2, 3 Jahren gekauft und... Hier, der Schokoladenfleck. Der ist von mir. Aber warum hast du jetzt meine Jacke an? Und hier auf dem Platz mit dem Thema ist es toll, dass viele Menschen auf sehr unterschiedliche Weise das Thema bewegen und eigentlich genau das tun, was wir auch gerade tun in diesem Gespräch, das Thema bewegen und sich abgleichen, schauen, wo stehen andere damit, wie fühlt sich das an, jetzt bei uns konkret, sich mit Situationen, zum Beispiel in Bangladesch, geht um die Kleiderproduktion, sich damit auseinanderzusetzen, einen Moment dahin zu schauen, dahin zu fühlen auch,
und einen Abgleich zu finden. Wie weit ist das weg von meinem eigenen Leben? Also das heißt, es geht darum, die Wahrnehmung zu öffnen, aus dem Zimmer rauszukommen, Leute zu treffen und das Thema weiter zu bewegen. Als Menschheitskollektiv überleben, sodass subjektiv die Mehrheit und eigentlich alle sich gut fühlen dabei. Ich sag mal, das Gutfühlen ist, glaube ich, das letzten Endes der weiche Faktor, auf den man rauskommt, wenn man über Gerechtigkeit nachdenkt. Das Thema Gerechtigkeit und auch Ungerechtigkeit ist ein Motor, der uns von Anfang an antreibt in der Heldenküche. Ich habe schon immer diese Ungerechtigkeit in der Gesellschaft wahrgenommen und mich macht das sehr wütend und wollte schon immer etwas dagegen tun. Und in der Heldenküche haben wir einfach von Anfang an gesagt, ja, wir wollen auch dort Geld verdienen, wo Geld locker sitzt und dann Veranstaltungen machen, wo nicht so viel Geld ist, also unternehmerisch für eine Art Umverteilung zu sorgen und eben auch das Thema Nachhaltigkeit, dass es eine globale Gerechtigkeit geben soll, für die wir uns einsetzen. Und es reicht, ist ja auch beim Thema satt werden, also das Thema, wie werden wir alle satt, ist ein großes und da beschäftigen wir uns viel mit. Es gibt ja ganz viele Ansätze, solidarische Landwirtschaft, wir sind einfach wieder näher dran an unserem Essen und Leipzig ist da ja auch sehr gut aufgestellt mittlerweile mit dem Leipziger Ernährungsrat. Es wird sehr konkret geguckt, wie werden die Flächen verteilt, die hier um Leipzig da sind, was wird da angebaut, also da ist Leipzig auf jeden Fall auch richtig gut dabei, da was zu tun, dass es für alle reicht. War das eine Antwort? Heros kommt aus dem Griechischen und heißt schützen und dienen. Und damit können wir uns auch sehr gut identifizieren, dass wir sagen, wir wollen die Welt schützen und ihr dienen und was Gutes tun, was Gutes bewegen auf der Welt. Also, das war nämlich so. Vor etwa 900 Millionen Jahren, da gab es auf der Erde nur ein riesiges Meer. Dieses Meer war in vielen Gebieten sehr flach. Dort tummelten sich die ersten Lebewesen. Riesige Mengen Lebewesen sanken zu Boden und starben. Es entstand eine moorige Masse. Im Laufe der Jahrmillionen setzten sich manchmal Erdschichten darüber. Unter Hitze und gewaltigem Druck entstand das Erdöl. Ein Stoff, der fast nur aus Energie besteht. Eines schönen Tages, vielleicht in der Nähe von Dubai, trat das Erdöl, aus dem später die Jacke werden sollte, an die Erdoberfläche. Wenn die Masse aus Rohöl und Chemikalien im Ofen die richtige Temperatur hat, öffne ich die Düsen und es kommen dünne Polyesterfäden heraus. Tatsächlich ist hier in vielen westlichen Ländern, besonders in Deutschland, denkt man, dass
weil gerecht hat ja auch mit Rechten zu tun, denkt man, dass man auf viele Sachen ein Grundrecht hat, die aber eigentlich schon Privilegien sind für den Rest der Welt. Ne? Dieses Jahr machen wir einen Workshop in Kooperation mit Radio Blau. Und deswegen geht es um Audioaufnahmen, insbesondere um Interviews zum Thema Gerechtigkeit. Ja, die werden dann im Radio übertragen bei Radio Blau. Die unterschiedlichsten Meinungen hören, uns mit Leuten auch auseinandersetzen im Gespräch. Ja, und dann, ich hoffe natürlich, dass die Teilnehmerinnen am Workshop was mitnehmen. Gerechtigkeit. Beide Seiten gleich behandelt werden, gleiche Voraussetzungen, gleiche Möglichkeiten haben. Jeff Bezos wird enteignet? Ja, das wäre ziemlich gerecht, fände ich jetzt. Dann ist gut. Und dann wird es natürlich sinnvolle Sachen mit internationalem Interesse auch. Ein Drittel von Jeff Bezos, oder nicht mal ein Drittel, ich weiß nicht genau wie viel, aber nur ein Anteil von Jeff Bezos sein Reichtum kann Welthunger lösen. Ich denke, ich habe genug, ja. Ich sehe mich selber auch als privilegiert, weiß aber auch, dass es eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Die Rollen werden in einer Weberei zu Stoffbahnen verwebt. Wenn du noch einmal zu spät kommst, fliegst du raus, du elende Kröte! Sobald wir über das Wort Arbeit sprechen, ist halt die Frage, was bedeutet Arbeit für uns, ne? Und mit dem Leistungsgedanken verknüpft und mir das verdienen. Und wenn man sich, jeder Mensch erarbeitet sich den Blick auf das Leben oder an Themen her, sich anzunähern auf unterschiedliche Art und Weise. An sich haben wir genug. Wir verschwenden ja total viel. Tagtäglich verschwenden wir Dinge und keiner hat was davon. Ne, sei es Nahrungsmittel, sei es Kleidung, sei es unsere Ressourcen, die wir haben auf dieser Welt, Wasser etc. Und das ist eigentlich so krass, dass wir das nicht hinkriegen. Ja. Wenn wir menschliche Ressourcen mehr schätzen würden zum Beispiel, sähe die Sache schon ein bisschen anders aus, könnte ich mir vorstellen. Aber wir schätzen menschliche Ressourcen nicht, weil sie in der Bilanz eines Unternehmens auf der Negativseite stehen. Zumindest hier in Deutschland. Es gibt andere Länder, wo das anders gemacht wird. Das heißt, der Mensch ist erstmal kostet und ist eigentlich wollen wir den nicht, weil der kostet zu viel. Aber das ist irgendwie irre, das System. Und ich denke, wenn wir da wirklich einen revolutionären Blick entwickeln könnten als Gesellschaft, sagt man so in den nächsten 100 Jahren vielleicht, keine Ahnung, das wäre natürlich toll, aber bringt uns natürlich jetzt für das Jetzt erstmal nichts, sondern wir müssen gucken, wie wir in diesem System damit umgehen und das so von innen heraus verändern können vielleicht. Wir sind alle in diese Welt geboren. Wir haben uns nicht bewusst dafür entschieden. Unsere Eltern haben das getan. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann darf es für jeden Menschen, das ist jetzt so eine tolle Utopie, gleiche Voraussetzungen geben und gleiche Behandlung und gleich viel Ressourcen, damit man in seinem Leben überleben kann. Ich verdiene 1710 Taka im Monat. Das sind 19 Euro. Mein Zimmer in der Stadt kostet 800 Taka Miete. 9 Euro. Da bleiben noch 910 Taka übrig. Euro.
ich glaube, dass es in der Natur in dem Sinne nicht um Gerechtigkeit geht. Ich glaube, dass sie mit Subjektivität zusammenhängt, mit Individualismus. Also dem Moment, wo ich als Mensch ein Bewusstsein meiner Persönlichkeit habe, von meinem Ich habe, fange ich an, mich zu vergleichen, mich einzuordnen zwischen anderen Menschen. Und in dem Moment kommt Gerechtigkeit als Gedanke überhaupt erst auf, glaube ich. Es verbindet sich sofort mit existenziellen Themen wie Umweltschutz, Ausbeutung von Natur. Was ist ein auskömmliches Leben? Wo überhitzen wir? Wo können wir uns nicht zügeln in unserer Gier auch als Menschen, als Individuen? So, ich glaube, das ist so grob umrissen für mich, das Themenfeld. Ich glaube daran, dass wir als Menschen natürlich uns weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, letzten Endes geht es genau darum, dass wir die Freiheit, die wir haben und die wir genießen, so anwenden können, dass wir alle anderen mit in den Blick nehmen dabei und nicht das Gefühl von Einschränkung und Verlust haben. Ich heiße Erna. Gerade haben wir die neuen Textilien aus Bangladesch hereinbekommen und teilen sie nun für die verschiedenen Filialen auf. Naja, ich brauchte halt etwas Warmes und was Billiges. Ich gehöre halt nicht zu den reichen Leuten in diesem Land. Also mir ist wichtig bei diesem Projekt, dass wir die Vielfalt, die es in Leipzig gibt, auch sichtbar machen. Und das, denke ich, ist auch ein Ziel der Förderung, dass wir kulturelle Angebote zugänglich machen für alle Menschen. Wir haben ja bei den Teilnehmerinnen eine sehr große Diversität, sowohl was die soziale als auch die kulturelle Herkunft betrifft. Wir haben aber auch bei den nur mittelbar Teilnehmenden, also bei den Zuschauerinnen und bei den Leuten, die hier auf dem Platz als Passantinnen auftauchen, eine große Vielfalt. Hier kommt dieser Stadt, der Leuschnerplatz, befindet sich mitten in der Innenstadt von Leipzig. Hier kommen ganz viele Menschen aus der Innenstadt vorbei in die Südvorstadt, die einfach auf unser Projekt aufmerksam werden, die am Rand etwas mitbekommen, eine kleine Veranstaltung oder sich davon angesprochen fühlen, hier eine kleine Aktion mitzumachen. Und das ist, denke ich, ein wichtiges Anliegen, das wir haben, dass wir eben möglichst viele Menschen auf die Möglichkeit hinweisen, selbst kulturell aktiv zu werden oder auch kulturelle Veranstaltungen wahrzunehmen. Auf dem Container steht zwar eine Hilfsorganisation drauf, in Wahrheit nimmt aber eine kommerzielle Textilrecyclingfirma die Kleidung. Die Fließjacke wird zusammen mit anderen Altkleidern in einer Presse zu einem großen Ballen zusammengepresst. Der Ballen wird in Plastikfolie verpackt und geht dann mit dem LKW nach Hamburg und mit dem Schiff nach Senegal. Wir haben ganz viel Müll recycelt. Das Geiserhaus, aber auch die anderen soziokulturellen Zentren, die mitmachen, wie die Villa, die Mühlstraße, Anker, Budehaus auch und das Werk 2. Und mit diesem ganzen recycelten Müll machen wir Abstandskostüme und beschmücken den Platz. Das, was andere Menschen wegschmeißen, das würde ich jetzt teilweise nicht als Müll bezeichnen, ne? Oder wenn du Kleider wegschmeißt, dann ist es für dich auch Müll oder nicht mehr brauchbar, nicht mehr wertvoll. Und für andere ist es ein großer Schatz. Wie viel muss ich überhaupt anhorten? Was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Ich glaube, das ist eine gute Frage, die wir uns immer im Bewusstsein halten sollten bei allen Sachen, die wir irgendwie kaufen und konsumieren. Ich kann nur sagen, so für mich, dass ich halt versuche, jetzt mir zum Beispiel keine neue Kleidung zu kaufen. Ich liebe Kleidung, aber trotzdem kann ich gucken, dass ich irgendwie recycelte Kleidung kaufe oder zu guten Konditionen hergestellte Kleidung kaufe. Dass ich auch, wenn ich jetzt selbst konsumiere, Fairtrade-Produkte kaufe, wo ich weiß, okay, die Menschen, die das anbauen und ernten und verarbeiten, die bekommen einen guten Lohn.
Ich bin ins Projekt gegangen mit einer Grundidee. Wir wollten Geschichten erzählen, die wir teilen. Wir hatten eigentlich erstmal nur Themen, aber jetzt fangen die Menschen an, die da mitmachen, auch das, was sie da sagen, mit ihren persönlichen Erlebnissen aufzuarbeiten oder zu befüllen. Gerecht wäre, wenn jeder Mensch sein Leben, wie er es leben möchte, auch leben kann. Aber das ist gleichzeitig eine Utopie. Weil es gibt ja Faktoren, die dazu führen, dass man das nicht kann. Fehlermut! Mein Fehlermut! Geschlechterschubladen begrenzen die Welt und sie verursachen Gewalt. Se trata de respetar, de respetarnos los unos a los otros. We are all human. Let's stop racism. Warum braucht es ein weibliches Opfer? Was ist gutes Obst und Gemüse? Und es ist auch eine Unterdrückung, um mich dagegen einzusprechen. Und es ist wichtig, dass gesprochen wird. Werden auch Glückshormone ausgeschüttet, wenn man etwas abgibt, zum Beispiel? Wenn man etwas teilt. Also eigentlich sind wir bei allem Individualismus auch kollektive Wesen, Gemeinschaftswesen. Das gute Gefühl, also es geht einem gut, aber du kannst es auch guten Gewissens genießen, dieses gute Gefühl. Da ist für mich irgendwo der Knackpunkt. Wenn ich nur verdränge, dass ich mich gut fühle auf Kosten von anderen, ist es eigentlich kein besonders erstrebenswerter Zustand. Ich glaube auch nicht, dass es Leuten ernsthaft damit gut gehen kann. Stammen inzwischen 2 von 3 Kleidungsstücken aus europäischen Altkleidersammlungen. Bitte nehme mich mit. Ich muss hier weg. Ich muss nach Europa. Moment. Warte mal. Das war mal meine Jacke. Die habe ich mir vor 2, 3 Jahren gekauft und der Schokoladenfleck. Der ist von mir.
Kultur für alle, Kultur von allen, das ist ja so ein bisschen das Motto der Soziokultur. Und wir sagen auch immer, wir sind offen für alle, das heißt, es kann jeder zu uns kommen. Jetzt gerade nach der Corona-Zeit, wo es diese ganzen Kontaktbeschränkungen gab, sind ja viele auch ein bisschen vielleicht in ihrer sozialen Lage ein bisschen eingeschränkt worden. Und die Häuser der Soziokultur sind alle wieder offen, geöffnet. Und es ist eine gute Chance, Leuten zu begegnen, die ähnliche Interessen haben. Und ja, ich ermuntere einfach jeden dazu, da mal einfach vorbeizuschauen. Wir sind immer, unsere Türen sind immer offen und es gibt immer die Möglichkeit, sich zu beteiligen und mitzumachen.